So, da sind wir wieder bei einer lustigen Partyrunde. So mal, ich weiß noch, wo wir sind. Wir sind hier in dem Schacht, in dem uns nichts passieren kann. Das kann es scheinbar tatsächlich nicht. Aber wir müssen ja jetzt hier weitergehen. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Hier sind Viecher unterwegs. Ihr erinnert euch? Jawohl. Die laufen so cool. Ich mache meinen Zoom etwas raus, damit ihr mich auch besser sehen könnt, wenn ich mich mal bewege, wenn ich mich irgendwie erschrecken sollte, was ja bestimmt nicht passiert. Hier waren wir schon. Versuchen wir da hinten aus der Tür rauszugehen. Oder auch nicht. Ich gehe mal hier lang. Ich weiß auch nicht warum. Okay, scheint man sich nur verstecken zu können. Was ist das für ein... komischer Gewebeschleim überall. Das frage ich mich ja die ganze Zeit. Weil die Wow, das ist doch eigentlich... Die Wow, das war doch nur dieses Zeug, diese Tentakeln und sowas, diese metallene Gedönse, oder? Dachte ich zumindest. Könnte sein, dass ich in diesen Folgen immer ein bisschen ruhiger bin. Weil ich halt lausche und hier auch mich ein bisschen reinversetze und da wäre man ja nicht so laut, wenn einen so ein Monster verfolgt. Außerdem habe ich das Gefühl, das habe ich schon länger, aber irgendwie... konnte ich es nie zur Sprache bringen, weil immer was abgelenkt hat, dass Catherine gar nicht so sehr die Gute ist. Ich weiß auch nicht, warum ich dieses Gefühl habe. Gut, das Dunbed, als das Dunbed lebendig wurde, hat es behauptet, Catherines, es sei alles Catherines Schuld. Das zum einen. Zum anderen ist Catherine doch sehr, sehr herzlos in manchen Situationen. So, hier kommen wir gar nicht durch. Oder? Wir gucken mal. Hier könnten wir uns heilen. Das ist bestimmt eine gute Idee, durchzulaufen. Wo sind wir hier? Wir müssen wohl durch die Tür da vorne. Ich frage mich, warum wir so weit reingehen können. Das ergibt doch keinen Sinn. Außer das Vieh verfolgt uns und wir wollen zum Gehen. Dann okay. Das Spiel wird langsam zusehends ekliger. Jedenfalls. Bin ich also der Meinung, dass Catherine nicht unbedingt auf unserer Seite ist. Und da ich Steam noch an habe, das mache ich kurz mal aus. Vielleicht schneide ich diese Sequenz. Vielleicht sieht man sie aber eh nicht. So, Status offline, weiter geht's. Entschuldigung für den kurzen Breaker, bevor ich wieder irgendwie angeschrieben werde. Sieht das Vieh eigentlich, wenn ich die Taschenlampe aktiviere? Boah, es ist echt dunkel, ne? Ich sehe das Vieh auch sehr gut. Nämlich überhaupt nicht.
läuft jetzt da hinten irgendwo in dem Raum. In dem wir gehen wollen. Das kann uns nicht sehen, sonst hat das Spiel Bugs. Das ist einer von den Lauschern, oder nicht? Das ist gar nicht so ein Vieh, wie das uns eben verfolgt hat. Das ist eins von den Viechern, die so gut hören konnten. Nein, dich werde ich nicht benutzen. Der arme Typ da oben. Ich glaube, ich könnte ihn ja lösen, wenn ich die Wau benutze, wenn ich mich da verbinde. Aber seitdem es Catherine gesagt hat, hey Alter, verbindest dich da mit der Wau. Werden wir es mal lieber nicht mehr tun. So. Jetzt woanders, ne? Hätte auch sein können, dass das gerade der Raum war, in dem wir vorhin schon hätten reingehen können. Das wäre sehr ärgerlich. Ich glaube aber nicht. Das würde keinen Sinn machen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ah, es ist ein Traum. Erinnert mich sehr an den Anfang, wisst ihr noch, in Y. Da sind wir auch durch solche Schächte geklettert. Da waren eigentlich noch keine Viecher hinter uns her. Erinnert mich sehr sogar an diesen Anfang. Jetzt kommt bestimmt eine Cutscene, die uns erschreckt, weil das hatten wir noch gar nicht. Okay, doch nicht. Hallo. Was sind das für Stimmen? Man hört es doch schon. Das ist ein Lauschvieh, glaube ich. Es geht zurück. Gut. Ich habe ja echt Angst, dass uns die Wau noch angreift. Die Atmosphäre in dem Spiel ist nicht von schlechten Eltern. Das muss ich wirklich mal sagen. Da immer mal auch wieder auf den Boden gucken bei diesen Viechern. Nicht, dass sie wieder über irgendwas stolpern, so wie hier. Ich nehme mal so eine Tüte mit als Ablenkung. Wieso geht er jetzt zu mir? Das macht gar keinen Sinn. Der muss doch zur Tüte gehen. Verstehe ich nicht so wirklich. Boah, sehr unangenehme Atmosphäre. Ich muss sagen, als wir nach CETA reingekommen sind, auch diese ganzen Unterwasserabschnitte, die fand ich richtig angenehm. Ich habe mir das gerne alles angeguckt. Bin durchs Meer gestapft und so Sachen, das war alles richtig cool. Hier hätte man auch durchgehen können.
Aber jetzt gerade mit der Wow und mit den ganzen Monstern hier überall wird es doch langsam echt creepy. Gut, der geht nach da. Das Gute ist, dass es dieses Rumlaufvieh ist. Da finde ich um vieles angenehmer als die anderen Viecher von letztem Mal, weil die sind echt, boah, das geht ja noch. Das sieht so auch sehr creepy aus, es verfolgt einen auch, es kann einem auch wehtun. Sicherheit. Warte mal. Mit einer Papierkugel geht das bestimmt super. Die armen Menschen, die hier an der Wau kleben. Die Wau ist ja dieses Lebenssicherungsgerät gewesen, ne? Diese Lebenserhaltungsmaschine. Du greifst mich aber nicht an, ne? Weil du hörst mich nicht. Das sieht voll aus wie die Viecher von The Forest. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Nur mit ein bisschen mehr Pickeln. Aber Ähnlichkeiten sind vorhanden. Guck mal, der hat da oben einen Kopf. Komische Pferdebeine, die aber nicht wirklich laufen. Das ist ganz eklig. Ja, laufen wir weiter. So, er läuft mal weiter in die Richtung. Wir gehen unseren Weg. Der führt uns hier lang. Schuppidu, 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 schuppidu. Wo müssen wir lang? Wo kommen wir weiter? Oder müssen wir hier wieder irgendwas in Gang setzen? Liegt da überall wieder was rum, natürlich. Fies gerade. Ich weiß nicht genau, wo ich lang soll. Im Gegenteil, ich habe gerade keine Ahnung. Was ist denn das für ein Typ? Oh, da links könnte man rein, wenn man einen Schlüssel hätte. Haben wir nicht. Wir können hier aber auch. Uns wird gleich diese Hand angeboten zum dran rütteln, also kommen wir da schon mal nicht weiter. Ist hier sonst noch irgendwas? An sich ist der Gegner ja ganz nett. Was passiert nun? Außer dass es irre viel Krach macht. Durch die Tür können wir nicht. Ich schätze, wir können jetzt durch die Tür, wo wir uns gerade noch versteckt haben, in der Seitengasse. Boah, ich bin mega unter Strom. Es tut mir leid, wenn der Kommentar darunter leidet. Aber ich hoffe, ihr könnt da so ein bisschen euch mit reinsetzen. Das komische Vieh.
Scheiße. Das war laut. Das Gute für uns ist halt, dass er wirklich blind ist. Er sieht uns nicht. Selbst wenn wir einen Meter neben ihm stehen. Aber ich glaube schon, dass er jetzt ein bisschen sauer geworden ist.